An einem schönen warmen Sommertag sitzen unsere TKKG-Freunde Tim, Karl, Willi, genannt Klößchen, und Gabi im Eiscafé Venezia. Alle sind gut gelaunt, denn in 2 Wochen beginnen die großen Ferien. Da kommt Ralf, ein Freund von Tim. Er sieht besorgt aus. Sehr besorgt. Hey Ralf, was ist denn mit dir los? Ihr kennt doch Katja von der Wilhelmsschule. Klar, ist sie nicht die beste Freundin deiner Schwester? Genau, Katja ist weg, seit 3 Tagen verschwunden. Was? Ist die Polizei informiert? Ja, aber die haben noch keine Spur. Sandra und ich machen uns schreckliche Sorgen. Dann muss ich wohl TKKG einschalten. Genau. Katja hat mir mal von ihrem Schokokuchen abgegeben. Der war lecker. Nun bleib mal bei der Sache, Klößchen. Der Kuchen war von ihrer Oma und bei der war Katja öfter. Wir könnten mal ein paar Takte mit ihr reden. Vielleicht weiß sie was. Ihre Eltern sollten wir natürlich auch befragen. Die haben doch den Kiosk. Gute Idee. Und dann nehmen wir uns noch Peter, ihren Nachhilfelehrer, vor. Den kenne ich aus der Mathe-AG. Hoffentlich findet ihr was raus. Und schon sind unsere Freunde mittendrin in einem neuen Fall. Auf der Suche nach Katja. Guten Tag, mein Name ist Tim Carsten. Meine Freunde und ich wollen bei der Suche nach Katja helfen. Das ist gut. Jeder, der die Augen aufhält, ist uns willkommen. Ja, hoffentlich ist sie bald wieder da. Wissen Sie, ob Katja Probleme in der Schule hat? Ich habe Katja am Sonntag im Schwimmbad gesehen. Sie war mit einer großen, blonden Freundin unterwegs. Wer kann das gewesen sein? Groß und blond, mittellanges Haar? Das ist bestimmt Sandra gewesen. Katja und Sandra sind seit der 1. Klasse die allerbesten Freundinnen. Wann haben Sie Katja am Montag zuletzt gesehen? Das hat uns die Polizei auch schon gefragt, aber wir können uns leider nicht mehr so genau erinnern. Das war doch der Tag, an dem auch der Banküberfall stattfand. Da herrschte hier ein schreckliches Durcheinander. Überall Polizei und aufgeregte Menschen. Und dann war Katja plötzlich weg. Wieder Überfall auf Bank. Gangster werden immer frecher. Noch haben wir keine Anhaltspunkte, aber wir werden sie kriegen, sagte Kommissar Glockner gestern. Die 3 maskierten Gangster, die am Montagnachmittag die Filiale der KHM-Bank am Markt überfallen haben, sind offenbar Profis, denn sie hinterließen überhaupt keine Spuren. Sie scheinen gut informiert gewesen zu sein, denn just an diesem Montag lagen in der Bank 90.000 D-Mark, viel mehr als normalerweise an Bargeld vorhanden ist. Die Verbrecher drangen gegen 15.25 Uhr in die Filiale ein, bedrohten die Kassiererin Heike D., 36, mit einem Revolver und erzwangen so die Herausgabe des Geldes. Die Beute verstauten sie in einer Tiger-Sporttasche. Wer Hinweise über die Herkunft der Tasche geben kann, wendet sich bitte direkt an Herrn Kommissar Glockner oder an jede Polizeidienststelle. Wieder Überfall. Was haben Sie eigentlich von dem Banküberfall nebenan mitbekommen? Na, hier war der Teufel los. Einer der Gangster hat auf der Flucht unseren großen Zeitungsständer umgerissen. Die Polizei hat das Gelände großräumig gesperrt und wir saßen blöd da. Keine einzige Zeitung sind wir an dem Tag mehr losgeworden. Der große Kampf. Mist, den habe ich verpasst. Was haben Sie eigentlich von dem Banküberfall nebenan mitbekommen? Wissen Sie, ob Katja Probleme in der Schule hat? Naja, sie ist nicht gerade eine Leuchte in Mathe. Deshalb geht sie ja zur Nachhilfestunde. Aber als Problem würde ich das nicht gerade bezeichnen.
Was haben Sie eigentlich von dem Banküberfall nebenan mitbekommen? Wann haben Sie Katja am Montag zuletzt gesehen? Achtung an Gleis 4. Der IC Hagen von Tronje von Kopenhagen nach Budapest verspätet sich um 15. Wieder Überfall auf Bank. Gangster wird. Habt ihr mal ein bisschen Kleingeld? Tag, Sandra. Ich bin Karl von TKKG. Stimmt. Euer Foto war doch in der Zeitung. Ihr habt den Schutzengeln das Handwerk gelegt. Genau. Und jetzt suchen wir nach Katja. Hast du vielleicht noch eine wichtige Information für uns? In den Pfingstferien warst du doch mit Katja zelten. Habt ihr da neue Leute kennengelernt? Leider nein, das Zeltlager war vom Sportverein organisiert. In unserer Gruppe waren nur die Mädchen, mit denen wir schon seit Jahrhunderten zum Jazzdance gehen. In Zukunft nie mehr Ermittlung ohne Hundekuchen. Guten Tag, Bertha. Guten Tag, Karl. Was kann ich für dich tun? Ist Klößchen zu Hause? Kennen Sie Katja, das Mädchen, das seit 3 Tagen verschwunden ist? Oje, oje. Da kann ich leider gar nicht weiterhelfen. Hier bei uns ist sie nicht. Tschüss. Hi, ich bin Klöß, Willi Sauerlich und ein Freund von Katja. Hallo Willi, was können wir für dich tun? Ist Ihnen am Montag irgendetwas Ungewöhnliches an Katja aufgefallen? Haben Sie sich mal in Katjas Zimmer umgesehen? Fehlt dort irgendetwas? Na klar, hab ich gleich nachgesehen. Der Rucksack mit den Schulsachen ist nicht da, den hatte sie ja zur Nachhilfe mitgenommen. Aber sonst fehlt nichts, glaube ich.
Hat sich in der Zwischenzeit was Neues ergeben? Ist Ihnen am Montag irgendetwas Ungewöhnliches an Katja aufgefallen? Nee, aber der Montag war ja sowieso ein chaotischer Tag. Da haben wir auch gar nicht so auf Katja geachtet. Wegen dem Banküberfall und dem ganzen Durcheinander danach. Ich hätte gern den Schokoriegel da. Was kostet der? Hier. Ist schon okay so. Oh, vielen Dank. Hat sich in der Zwischenzeit was Neues ergeben? Ich hätte gern den Schokoriegel da. Überhaupt nichts. Es ist zum Verzweifeln. Guten Tag, Frau Peper. Mein Name ist Willi Sauerlich. Ich bin ein Freund von Katja. Sauerlich? Bist du etwa mit Marga Sauerlich verwandt? Ja, stimmt genau. Tante Marga ist meine Großtante. Sie lebt jetzt in Australien. Oh, wenn das kein Zufall ist. Marga ging mit mir in eine Klasse. In der Sekunda saßen wir sogar nebeneinander. Komm doch hoch, mein Junge. Sind das alles Fotos von Ihrer Familie? Ja, alles Familienbilder. Das ist Katjas Vater. Oh, ist das auch Katja? Ja, war sie nicht ein süßes Kleinkind? Sie hatte gerade schwimmen gelernt. Ist das die Hochzeit von Katjas Eltern? Ja, das war ein tolles Fest. Walter, mein Mann lebte noch. Wir haben 3 Tage durchgefeiert. Das sind Katja und ich, als Katja noch jünger war. Wir sind fast jedes Wochenende rausgefahren zum Bootshaus am großen See. Für Katja war das wie ein zweites Zuhause. Naja, seit ein paar Jahren fährt sie nicht mehr so viel mit. Und ich fahr auch kaum hin. So ein Bärenfellfoto gibt es von mir auch. Nicht wahr? Das ist ein nettes Foto. Ja? Hier ist Willi. Willi Sauerlich. Hallo Willi, was kann ich für dich tun? Ich würde Sie gerne noch etwas fragen. Na dann komm doch mal hoch, mein Junge. Hat Katja Geheimnisse von ihren Eltern? Haben Sie was von Katja gehört? Ja, das heißt nein, aber ich habe von Katja geträumt. Wir waren zusammen im Bootshaus wie früher, die Sonne schien. Plötzlich kam eine große schwarze Wolke. Katja fing an zu schreien und ich bin aufgewacht. Sind das alles Fotos von Ihrer Familie? Ja, alles Familienbilder. Frau Peper, der Kuchen ist einsame Spitze. Wie machen Sie das nur? Das Rezept ist ganz einfach. Willst du es haben? Oh ja. Wenn Sie mir das Geheimnis verraten würden. Klar.
Du brauchst 2 Tafeln Zartbitterschokolade. Die schmilzt du mit 2 Esslöffeln Wasser im Wasserbad. Wenn die Schokolade geschmolzen ist, rührst du 100 Gramm Butter und 140 Gramm Zucker dazu. Trenne 3 Eier, von denen du das Eigelb in die Schokomasse gibst, schlage das Eiweiß steif und hebe es dann unter die Schokomasse. Oh Gott, fast hätte ich das Mehl vergessen. 60 Gramm Mehl rührst du mit dem Eigelb in den Teig. Das Ganze in eine mit Backpapier ausgekleidete Form und bei 180 Grad ungefähr eine Dreiviertelstunde backen. Ist gar nicht schwer, wie du siehst, ne? Hier ist Willi. Willi Sauerlich. Hallo Willi, was kann ich für dich tun? Ich würde Sie gerne noch etwas fragen. Na dann komm doch mal hoch, mein Junge. Haben Sie was von Katja gehört? Hat Katja Geheimnisse für ihren Eltern? Ach, soweit ich weiß, kommt sie eigentlich ganz gut mit ihren Eltern zurecht. Ich glaube, die können über alles sprechen. Fies, das ist Tierquälerei, den Hund in der prallen Sonne festzubinden. Hallo Peter, ich bin Gabi, eine Freundin von Katja. Hast du eine Idee, wo Katja sein könnte? Hatte Katja am Montag vor irgendetwas Angst? Keine Ahnung. Naja, doch. Sie war ziemlich aufgeregt. Ich dachte wegen der 5 in der Mathearbeit. Aber vielleicht hast du recht, es kann auch Angst gewesen sein. Hat Katja dir mal von ihren Hobbys erzählt? Nee, aber sie kann ja kaum verbergen, dass sie gerne zeichnet. Auf jedem Papierfetzen kritzelt sie rum. Meistens Tiere, aber am Montag lauter seltsame Männer mit Bart. Naja, vielleicht ist sie verliebt. Wow, das ist aber ein schönes Pferd. Das ist Morning Glory aus dem Gestüt Esterhazy. Preisgelder diesem Jahr bereits 1,4 Millionen. Ich wusste nicht, dass du Pferdefan bist. Eher ein Fan von Morning Glory. Ich habe ein Vermögen auf sie gesetzt. Wohin fährst du denn dieses Jahr in den Urlaub? Tim, hast du eine Idee, wo Katja sein könnte? Nee, kein Schimmer. Sie kommt jeden Montag zur Mathe-Nachhilfe zu mir. Die geht von 4:30 bis 5:30. Wir machen die ganze Zeit Mathe und reden nicht viel privat. Halt noch ein bisschen durch, Süße. In ein paar Tagen ist alles vorbei. Wenn die Kohle erst da ist, brauchen wir uns keine Gedanken mehr zu machen. Nee, geht alles in Ordnung. Ach, keine Sorge. Ich hab alles im Griff. Ja doch. Es reicht garantiert. Ja, natürlich für uns beide. Ich würde doch nie ohne dich. Genau. Okay. Ich ruf an. Tschüss. Ich dich auch. Tschüss. Hat sich in der Zwischenzeit was Neues ergeben? Ich hätte gern den Schokoriegel da. Was kostet der? Hier, ist schon okay so. Oh, vielen Dank.
Hallo, Sandra. Grüß dich, Gabi. Ich bin auf der Suche nach Katja. Sag mal, war Katja in der letzten Zeit verändert? Nö, nein, sie war vollkommen normal. Naja, sie hatte ein bisschen Schiss vor den Zeugnissen. Verwechslung! Ich bin nicht der Postbote! Katja ist sicher nicht im Bootshaus. Nichts wie weg hier. Na, hast du in der Zwischenzeit was rausgefunden? Haben die anderen aus deiner Klasse einen Tipp, wo Katja sein könnte? Du kannst dir ja vorstellen, dass wir von nichts anderem mehr reden. Aber niemand hat eine Idee. Rufst du mich an, wenn sich was Neues ergibt? Na, hast du in der Zwischenzeit... Rufst du... In Ordnung, mach ich. Und du hältst mich auf dem Laufenden. Ich suche Katja, eine Freundin von mir. War sie heute hier? Gibt es bei Ihnen auch Gymnastikanzüge? Ich suche Katja. Ich bin erst hier seit einer Stunde. Da war kein Mädchen hier. Ich suche Katja, eine Freundin von mir. War sie heute hier? Gibt es bei Ihnen auch Gymnastikanzüge? Oh, wir haben viel Gymnastikanzüge. Ich muss sie noch auspacken. Die Lieferung ist übergestern gekommen. Guten Tag, ich bin Gabi Glockner. Ich gehe mit Katja zum Jazzdance. Hallo, Gabi. Kommt es öfter vor, dass Katja einfach so verschwindet? War Katja in letzter Zeit anders als sonst? Nein, Katja war ganz wie immer. Sie hat sich auf die Ferien gefreut. Sie wollte mit Sandra 4 Wochen nach England fahren. Gibt es was Neues?
Kommt es öfter vor, dass Katja einfach so verschwindet? Nein, sowas hat sie noch nie gemacht. Das ist überhaupt nicht ihre Art. Nur einmal, als sie 4 war, hatten wir einen furchtbaren Streit, weil sie den Spinat nicht essen wollte. Damals ist sie zu ihrer Oma geflohen. Erzählen Sie doch noch mal vom Banküberfall. Gibt es was Neues? Erzählen. Tja, also, es ging alles sehr schnell. Die 3 Gangster kamen aus der Bank gestürmt, einer hatte eine Pistole in der Hand, sie waren maskiert und sind mit einem schwarzen Auto weggefahren. Das alles ereignete sich innerhalb weniger Sekunden. Katja war zu dem Zeitpunkt schon zur Nachhilfestunde gegangen, glaube ich. Kann mich zumindest nicht erinnern, sie in dem Gewühl gesehen zu haben. Kennen Sie mich noch? Ich bin Karl. Ich war mit Katja in der Grundschule. Stimmt, du hast dir manchmal beim Rechnen geholfen. Ich erinnere mich. Was hat Katja am Montag nach der Schule gemacht? Nach der Schule hat sie wie immer zu Hause mit mir gegessen. Dann sind wir so gegen 3 hergekommen. Ich wollte mal fragen, ob es was Neues gibt. Geht Katja gerne zu ihrem Nachhilfelehrer? Na, wer geht schon gern zur Nachhilfe? Sie will unbedingt eine 4 in Mathe schaffen und Peter scheint ein guter Lehrer zu sein. Ich erinnere mich, dass Katja früher in der Grundschule viel gemalt hat. Malt sie immer noch so gerne? Oh ja, sie ist wirklich begabt. Keiner weiß, von wem sie das hat. Von mir jedenfalls nicht. Ich kann noch nicht mal ein Strichmännchen zeichnen. Sie will unbedingt Kunst studieren. Hallo Peter, lange nicht gesehen. Hast du schon gehört, dass Katja verschwunden ist? Hallo Karl. Ja, hab schon gehört. Schreckliche Sache. Du bist wahrscheinlich der Letzte, der Katja am Montag gesehen hat. Ist dir irgendetwas Ungewöhnliches an ihr aufgefallen? Lass mich nachdenken. Ja, sie war sehr unkonzentriert und statt zu rechnen, hat sie mal wieder nur rumgekritzelt. Lohnt es sich eigentlich, Nachhilfe zu geben? Wie man es nimmt. Von Katja bekomme ich zum Beispiel 120 im Monat, aber letzten Montag bin ich leer ausgegangen. Sie sagte, sie hätte die Kohle vergessen. Weißt du, mit wem Katja befreundet ist? Nee, keine Ahnung. Ich kenne nur Sandra, ihre Freundin. Die kommt neuerdings auch zu mir. Will runter von ihrer 5 in Mathe. Sonst bleibt sie nochmal sitzen. Ja. Ja, sehe ich genauso. Ja. Ja. Weißt du, mit wem Katja befreundet ist? Wie lange gibst du Katja schon Nachhilfe? Ach, erst seit ein paar Wochen. Sie will unbedingt auf eine 4 kommen. Um das zu erreichen, muss sie sich noch verdammt viel Mühe geben. Ich möchte zu meiner Cousine Katja. Sie soll hier im Splendid wohnen. Das ist doch das Hotel Splendid. Wie teuer ist bei Ihnen ein Zimmer? Dies ist allerdings das Hotel Splendid. Und das ist es schon seit über 20 Jahren. Deine Cousine wohnt hier nicht. Und jetzt entschuldige mich bitte, ich bin beschäftigt.
Das ist Tierquälerei, den Hund in der prallen Sonne festzubinden. Habt ihr mal ein bisschen Kleingeld? Hallo, Bertha. Guten Tag, Gabi. Ich suche ein rothaariges Mädchen. Sie heißt Katja. Sie ist seit 3 Tagen verschwunden. Katja verschwunden? Da fällt mir ein, das Patenkind meiner Freundin Fanny heißt Katja. Also, die rufe ich gleich mal an. Tschüss. Guten Tag, Gabi. Sind Herr oder Frau Sauerlich zu sprechen? Ich suche ein rothaariges Mädchen. Sie heißt Katja. Sie ist seit 3 Tagen verschwunden. Sind Herr... Keiner zu Hause. Ich muss schnell zurück in die Küche, sonst brennt mir die Soße an. Tschüss. Hallo Bertha, schöne Grüße von meiner Mutter. Danke Tim, grüß zurück. Ich habe meine Sonnenbrille verloren. Habe ich die vielleicht hier liegen gelassen? Meinen Sie, ich könnte Frau Sauerlich stören? Meinen Sie? Frau Sauerlich würde sicher gerne mit dir sprechen, aber sie ist beim Tennis. Tschüss. Guten Tag, Tim. Ich habe meine Sonnenbrille verloren. Habe ich meinen Sie, ich könnte Frau Sauerlich stören? Ich habe meine Sonnenbrille verloren. Habe ich die vielleicht hier liegen gelassen? Nein, ich habe hier keine Sonnenbrille gesehen. Das wüsste ich. Tschüss. Hi, Bertha. Hi, Willi. Ist der Alte da? Macht meine Mutter wieder den Tennisplatz unsicher? Genau. Sie hat eine Trainerstunde und geht danach zur Massage. Tschüss. Hallo, Frau Peper. Ich bin ein Freund von Katja und würde Sie gern was fragen. Jetzt passt es schlecht. Ich bin schon auf dem Weg ins Schwimmbad. Okay, ich versuche später nochmal. Hallo, hallo!
Die Post? Sie werden erwartet. Tut mir leid, ich bin nicht die Post. Ich suche Katja. Naja, genauer gesagt, Katjas Großmutter. Ich bin gerade erst eingezogen. Ich kenne hier noch keinen. Versuch's mal bei Familie Hank. Die sind ganz nett. Ja, was ist? Hallo. Hallo, wer ist da? Entschuldigung, ich... Oh, Mist. Hallo? Hallo. Hallo. Ja? Guten Tag, Frau Peper. Ich bin Tim, ein Freund von Katja. Ich würde gerne mit Ihnen reden. Ach, jetzt ist es schlecht, denn ich will gerade los auf den Friedhof zum Grab von Katjas Opa. Komm doch besser morgen Nachmittag. Alles klar. Auf Wiedersehen. Hallo Sandra, kann ich dir mal ein paar Fragen stellen? Ah, Herr Kommissar Tarzan, höchstpersönlich. Na, da bin ich ja mal gespannt. Hast du eine Idee, was mit Katja passiert sein könnte? Wann hast du Katja das letzte Mal gesehen? Lassen Sie mich nachdenken, Herr Kommissar Tarzan. Es war Montag, so gegen 13.28 Uhr, vor dem Schulgebäude. Sie ist zu Fuß nach Hause gegangen, während ich hier auf den Bus gewartet habe. Präzise genug? Hat Katja Feinde? Feinde? Nein. Sie ist überall sehr beliebt. Jetzt mal im Ernst, Tarzan. Ich kenne niemanden, der Katja Probleme machen wollte. Hast du eine Idee, was mit Katja passiert? Kann es sein, dass Katja einfach abgehauen ist? Nein, ausgeschlossen. Dafür ist sie gar nicht der Typ. Hallo Sandra, ich bin Willi, genannt Klößchen. Tag Klößchen, wie kann ich dir helfen? Ich bin ein Freund von Katja und versuche herauszufinden, wo sie steckt. Ich habe ein paar Fragen. Hier den Nachhilfe-Peter, den kennst du doch auch, oder? Ja, ich muss da jetzt auch hin. Lass uns das Thema wechseln. Wie versteht sich Katja eigentlich mit ihren Eltern? Was macht Katja eigentlich so üblicherweise in ihrer Freizeit? Na, sie ist mit mir zusammen. Dienstags und donnerstags hilft sie allerdings ihren Eltern im Kiosk. Und mittwochs gehen wir zusammen zum Jazzdance. Wie versteht sich Katja eigentlich mit ihren Eltern? Kannst du gut backen? Okay, wir machen einen Deal. Du findest meine Katja wieder und ich back dir einen super Schokoladenkuchen. Abgemacht? Abgemacht. Thank you.
Na, hast du in der Zwischenzeit was rausgefunden? Rufst du mich an, wenn sich was Neues ergibt? Na, hast du in der Zwischenzeit was rausgefunden? Versprich mir, dass du es nicht weitererzählst. Katja hat mich gestern Abend aus einer Telefonzelle angerufen. Alles ist okay. Sie meldet sich wieder. Im Hintergrund hat ein Dampfer oder sowas Ähnliches getutet. Hallo Katja, bist du's? Endlich! Warum versteckst du dich? Oh Gabi, ich bin froh, dass du da bist. Ist dir jemand gefolgt? Was? Nein, ich weiß nicht. Was ist denn los? Warum bist du denn abgehauen? Alle machen sich wahnsinnige Sorgen. Es ist wegen dem Banküberfall. Ich habe den einen Gangster erkannt. Dem ist die Maske verrutscht. Ich habe ihn genau gesehen. Wir standen uns gegenüber und haben uns einen kurzen Moment lang in die Augen geschaut. Dann ist er ganz dicht an mir vorbei und hat gezischt: Dich krieg ich noch. Ich hab solche Angst. Und dann bist du abgehauen, hast dich hier versteckt. Mhm. Ist das der Gangster? Oh, der sieht ja echt gefährlich aus. Ja, das ist er, der die Maske verloren hat. Der zweite hatte einen Strumpf überm Kopf und eine auffällige Jacke an. Hier, die Jacke habe ich auch gezeichnet. Es gab noch einen, der hat die ganze Zeit so ein komisches Lied gesungen. Na, 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 na. Das musst du der Polizei melden. Ich gehe hier nicht weg. Ich habe solche Angst. Okay, okay. Dann machen wir Folgendes. Ich rase los und hole meinen Vater, der ist ja Kommissar. Die Bilder nehme ich schon mal mit. Du verriegelst die Tür hinter mir und lässt niemanden rein. Ist gut. Und so trommelt Gabi alle TKKG-Freunde zusammen. Gemeinsam gehen sie zu Gabis Vater, Kommissar Glockner, und schildern, was sie herausgefunden haben. Sofort macht sich Kommissar Glockner mit den vier Freunden auf den Weg, um Katja aus ihrem selbstgewählten Gefängnis zu befreien. Doch es erwartet sie eine böse Überraschung. Katja? Katja! Sie ist weg! Was meint ihr? Ist sie wieder weggelaufen? Nein, das sieht nach einem Kampf aus. Ich fürchte, die Gangster waren hier und haben Katja mitgenommen. Immerhin haben wir das Phantombild und die Jackenskizze als Anhaltspunkte. Ich übernehme die Jacke. Wer kümmert sich um den Vollbart? Das mache ich. Halt, lass mich noch kurz die Fotos machen. Fürs TKKG-Archiv. Alles klar, Gabi. Aber nun an die Arbeit, TKKG. Wir haben Katja einmal gefunden. Wir werden sie wiederfinden. Das haben bestimmt die Gangster verloren. Ein Fall für unseren Schoko-Experten Willi Sauerlich. Hi, Willi. Tag, Bertha. Ist mein Vater da? Ja, er sitzt im Salon. Er möchte aber nur in dringenden Fällen gestört werden. Es ist äußerst wichtig. Ich brauche seine Expertenmeinung. Ich habe hier eine Packung Schokoladendrops, Marke Royal. Was sagt der Experte dazu? Papa, kennst du jemanden, der so ausgefallene Schokodrops isst? Ich kenne niemanden, aber es gibt Schokoladenliebhaber, die auf teure Marken fixiert sind. Sie gehen immer in dasselbe Spezialgeschäft und genießen den persönlichen Service. Versuch's doch mal im Sweet Dream. Die müssten jetzt auch gerade aufmachen. Hallo, ich bin Gabi Glockner. Frau Jonsson ist meine Patentante. Und wer sind Sie? Ich bin Petra Bruch, die Aushilfe.
Wissen Sie, wo meine Tante Lisa hingereist ist? Frau Jonsson ist auf der Süßwarenmesse in Köln. Sie kommt in einer Woche zurück. Ich müsste dringend etwas wissen über Royal Chocolate Drops. Können Sie mir da helfen? Ich fürchte, nein. Deine Tante hat neuerdings alles im Computer. Da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Aber gut, dass du da bist. Ich müsste mal schnell Futter für Pavarotti kaufen. Könntest du kurz auf den Laden aufpassen? Ich bin gleich wieder da. Ja, klar. Petra besorgt Vogelfutter für den Papagei. Gabi hat nicht viel Zeit, um dem Computer das Geheimnis der Royal Choco Drops zu entlocken. Sie hat nur eine Minute. Muss er sein. Hotel Splendid, Zimmer 175. Gut, dass ich die anderen gleich treffe. Jetzt aber schnell den Computer ausmachen. So, da bin ich wieder. Bist du zurechtgekommen? Alles ruhig, kein Problem. Dann nochmal vielen Dank für deine Hilfe. Gern geschehen. Tschüss. Los, schnell! Der Portier ist gerade nicht da. Du meinst, wir sollen den Schlüssel einfach nehmen? Klar, wenn wir fragen, kriegen wir den Schlüssel nie. Oh, oh. Hoffentlich geht das gut. Wir müssen das tun, Klößchen. Denk an Katja! 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 Was haben die mit ihr gemacht? Was ist mit ihr? Ist sie tot? Quatsch, sie atmet noch. Die Gangster haben K.O.-Tropfen benutzt. Diese gemeinen Kerle. Hey, schaut mal. Hier waren Ohrringe drin. Mensch, die haben sich verkleidet. Als Frauen. Ja, deswegen stehen auch die Schuhe hier noch rum. Es sind aber nur zwei Paar Männerschuhe. Schaut mal her, eine Chiffrierscheibe. Wozu soll die denn gut sein? Chiffrieren heißt verschlüsseln. Eine Scheibe zum Verschlüsseln und Entschlüsseln von Nachrichten. Irgendwo ist der Code versteckt, meistens am Ende oder am Anfang der Botschaft. Hier könnten zum Beispiel die Buchstaben H und W am Anfang des Textes bedeuten, dass die Scheibe so eingestellt werden muss, dass das H über dem W oder das W über dem H liegen soll. Wenn man einmal den richtigen Anfang hat, ist alles ganz leicht. Dann muss man nur noch die Buchstaben sozusagen übersetzen. Man probiert so lange herum, bis der Text einen Sinn ergibt.
Oh, klasse! Die Beute vom Banküberfall. Lass uns schnell reinschauen. Sieh an, ein Schlüssel. Sieht aus wie von einem Bahnhofsschließfach. Und das Ticket für die Gangsterbraut. Genug geredet, auf die Fahrräder. Gabi, lass uns doch deinen Vater anrufen. Der kann uns jetzt bestimmt helfen. Gute Idee. Hoffentlich geht er gleich an den Apparat. Kommissar Glockner? Hallo, Paps. Hier ist Gabi. Wir haben Katja gefunden. Die Gangster haben sie betäubt. Wo seid ihr? Ich komme sofort. Bahnhof. Sie sind zum... Katja wacht auf. Sie sagt was vom Bahnhof. Sie meint den Bahnhof. Die Gangster sind zum Bahnhof gefahren. Ich schicke einen Arzt. Wir treffen uns am Bahnhof. Guten Tag, Herr Glockner. Ah, da seid ihr ja. Ich habe schon auf euch gewartet. Wir sind so schnell geradelt, wie wir konnten. Na, dann wollen wir uns hier mal gemeinsam umschauen. Bisher ist hier noch nichts Auffälliges vorgefallen. Gute Idee. Lass uns die Beute sicherstellen. Wow, die Beute vom Banküberfall. So viel Geld. Und hier ist auch eine Nachricht. Liebe Barbara, wir fliegen über Frankfurt nach Rio. Ich warte dort auf dich. In Liebe, dein Ole. Die schöne Barbara sollte das ganze Geld mit nach Rio bringen. Ein schlauer Plan. Aber sie haben nicht mit TKKG gerechnet. Kinder, ich bin stolz auf euch. Achtung, Achtung. Auf Gleis erhält Einfahrt der Flughafenexpress. Vorsicht an der Bahnsteigkante. Beim Einsteigen bitte beeilen. Voraussichtliche Abfahrtszeit in 2 Minuten. Los, schnell! Wir haben wirklich nicht mehr viel Zeit. Ja, bitte? Entschuldigen Sie, wir suchen 3 Männer, die eine Bank überfallen haben. Haben Sie was gesehen? Da können wir Ihnen gar nicht weiterhelfen. Wir sind nur auf der Durchreise. Sie entschuldigen uns. Na, 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 na. Halt, stopp! Die Ohrringe, die kenne ich doch. Das ist ja ein Mann. Ach nee, wen haben wir denn da? Die Stimme. Kommissar Glockner, nicht schon wieder. Und sieh an, unser Phantombild lebt. Auch mit gestutztem Bart noch gut zu erkennen. Karl Schneider, alias Herr M. Und wer sind Sie, junger Mann? Ole Petersen. Meine Herren, Sie sind verhaftet. Banküberfall und Menschenraub. Das dürfte für ein paar Jahre Gefängnis reichen. Sie können uns nichts beweisen. Da irren Sie, denn Katja kann Sie jederzeit identifizieren. Und ich wollte in Rio neu anfangen. Mist. Okay, Kinder, ich fahre mit diesen 3 Herren ins Präsidium. Wir sehen uns später. Meine Herren...
Mein herzlicher Dank gilt Gabi Glockner. Tim Karsten. Karl Vierstein. Und Willi Sauerlich. Durch die aktive Mitarbeit von TKKG konnten die Bank... Bei einer Feierstunde im Rathaus überreichte der Bürgermeister unseren TKKG-Freunden einen Scheck über eine beträchtliche Summe. Die Bank hatte einen Finderlohn ausgesetzt. Von diesem Geld haben sich unsere TKKG-Freunde neue Fahrräder gekauft. Die restliche, immer noch recht beträchtliche Summe spendeten sie dem örtlichen Tierschutzverein. Nun feiern Tim, Karl, Klößchen und Gabi ihren Erfolg. Sie lassen die Ereignisse der letzten Tage Revue passieren. Einfach super, wie ihr die Verbrecher gestellt habt. Ich hatte die Hoffnung schon aufgegeben. Das waren knallharte Profis. Der Plan der Gangster war ja nicht schlecht. Sie wollten sich als Touristen getarnt mit leichtem Gepäck nach Rio absetzen. Und die schöne Barbara sollte dann mit der Beute hinterherfliegen. Naja, auch wenn sie nur Mittäterin war, wird sie ihrer Strafe nicht entgehen können. Irgendwie tut sie mir leid. Mit Ola hat sie wirklich Pech gehabt. Hey, eine Hochraufe TKKG, ja? Ich gebe eine aus. Wow. Meine prominenteste Stammkunde muss ich doch verwöhnen, ne? Prego. Ja, toll, danke. Stärkung für den nächsten Fall. Feiern Sie wohl überall. TKKG!